Fast jeder kennt die Liegestütze. Ein Klassiker auch im Bereich vom funktionellen Training. Heute möchte ich euch eine aus meiner Sicht bessere Form der Liegestütze präsentieren. Mein Name ist Nina Landwehr, ich bin Trainerin im Gesundheitszentrum der AOK in Heilbronn und ich zeige euch heute die Liegestütze mit dem herabschauenden Hund. Und ich weiß, klar, das klingt komisch, aber der herabschauende Hund, der kommt aus dem Yoga. Und durch die Kombination von diesen beiden Übungen wird sowohl eine Kräftigung als auch eine Dehnung vom Körper erreicht. Die Liegestütze aktiviert die Muskeln im Bereich von der Brust, von den Armen, von der Schulter und vom Rumpf. Der herabschauende Hund dehnt die Schultern, die Oberschenkelrückseite und die Waden und kräftigt aber gleichzeitig auch Hand, Arm, Schulter, Bein und Rückenmuskulatur. So, jetzt aber mal ran. Wir sind heute auf der Calisthenics-Anlage gegenüber vom Bildungscampus. Ihr könnt euch für diese Übung aber auch jede x-beliebige Wiese suchen. Geh zunächst in den Liegestütz. Du positionierst die Hände schulterbreit unter dir. Presse nun deine Hände fest in den Boden. Wenn du dein Gesäß nach hinten oben geschoben hast, schiebst du nun deine Fersen aktiv nach hinten unten und versuchst sie Richtung Boden zu bringen. Wenn sich die Dehnung auf der Beinrückseite oder im unteren Bereich zu intensiv oder unangenehm anfühlt, dann beugst du die Knie einfach ein wenig. Achte bitte darauf, dass deine Schultern entspannt sind und ziehe die Schulterblätter aktiv auseinander. Entspanne den Kopf nach unten, lass ihn einfach hängen und richte deinen Blick zwischen die Füße. Verweile hier einen Moment und konzentriere dich bewusst auf deinen Atem. Danach löst du die Position und kommst zurück in den Liegestütz. Senke deinen Körper nach unten ab und drücke dich wieder nach oben zurück. Dann gehst du erneut in den herabschauenden Hund. Mache 12 bis 15 Wiederholungen und verweile jeweils 5 bis 10 Sekunden in der Position des herabschauenden Hundes. Du wirst eine Dehnung im Bereich der Oberschenkelrückseite und Waden spüren. Fokussiere dich zu Beginn auf die Streckung des Rumpfes, weniger auf die Streckung der Beine. Lass deine Ellbogen leicht gebeugt und den Rücken gerade. Spanne Bauch und Gesäß bei der Liegestütze an, damit der Rumpf stabil bleibt. Diese Übung ist nur eine aus dem Bereich des Functional Trainings. Mit dieser Trainingsform könnt ihr euren ganzen Körper stärken. Ihr trainiert die Beweglichkeit, die Kraft und die Koordination. Wenn ihr mehr Übungen kennenlernen möchtet, dann klickt hier oben auf den Link. Wenn ihr wissen wollt, was es mit der Videoserie auf sich hat, dann gerne auch hier oben klicken. Ich hoffe, dass es euch richtig gut gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch gerne bei uns in die Gesundheitszentren in der Region kommen. Dort bieten wir viele weitere Kurse an, bei denen ihr mitmachen könnt. Und hinterlasst mir super gerne einen Kommentar und auch gerne liken, wenn es euch gefällt.